What Science wurde 2013 von Wissenschaft im Dialog gemeinsam mit dem Stifterverband initiiert und hat das Ziel, erstmal Wissenschaftler dazu zu bewegen, mehr über Webvideos zu kommunizieren, aber auch auf der anderen Seite wissenschaftliche YouTuber beispielsweise auch bekannt zu machen und natürlich auch über den Kanal YouTube junge Leute zu erreichen, für wissenschaftliche Themen zu begeistern. Durch das Video hat man einen wunderbar persönlichen Zugang zu der Zuhörerschaft und schafft es so, durch die Kombination von interessanten Bildinhalten, aber auch einer interessanten Erzählung, eben Leute auf eine ganz andere, intensivere Weise zu erreichen, als das andere Medien zum Beispiel können. Ich kommuniziere Wissenschaft, weil ich glaube, dass wir im Moment in einer Zeit sind, durch das Internet, in dem Meinungen mit Fakten gleichgesetzt werden. Und man gar nicht mehr so leicht herausfinden kann, was man überhaupt glauben soll und dann halt einfach irgendwas glaubt. Ich finde es auch enorm wichtig, Wissenschaft, nicht nur Wissenschaft zu kommunizieren, sondern auch wissenschaftliches Denken. Und ich glaube, dass das der Menschheit enorm weiterhelfen könnte, wenn wir lernen, wieder wissenschaftlicher und rationaler zu denken. Also wenn ihr drüber nachdenkt, Videos zu machen, dann macht es einfach, experimentiert aus, fallt ein bisschen auf die Schnauze und macht's nochmal und macht's nochmal und macht's nochmal. Meine ersten Videos waren total schrecklich, die will ich heute keinem mehr zeigen. Aber ich habe es nochmal gemacht und nochmal gemacht und mit der Zeit wird man besser. Und wenn man daran Spaß hat und wenn man merkt, was funktioniert, dann kann man mit der Zeit vielleicht sein eigenes Format finden und dann auch seine eigene Stimme finden. Wissenschaftsvideos sind sehr interessant, weil sie Emotionen sehr gut vermitteln können. Und Wissenschaftskommunikation ist leider zu oft zu rational, zu faktenbasiert. Und diese Emotionalität tut der Wissenschaftskommunikation gut.